Willkommen zu einem Video aus Palma Nova. Heute leider leicht bedeckt, hin und wieder erwarten wir die Sonne, dass sie durch die im Moment geschlossene Wolkendecke blinzelt. Jedoch ist es angenehm warm, so dass man draußen sitzen kann, seinen Kaffee, sein Kaltgetränk draußen genießen. Am Strand ist alles vorbereitet. Eine große Ansturm kann kommen nach Palma Nova. Ja, Palma Nova liegt circa 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten, je nachdem von wo man kommt, südwestlich von Palma. Man kann direkt mit der Autobahn herfahren, über die Autobahn, und es ist nur wenige Kilometer entfernt von dieser. Parkmöglichkeiten findet man in einer ruhigen Jahreszeit in irgendwelchen Seitenstraßen. Wenn man ein bisschen weiterläuft, findet man größere Parkplätze hier und da. Dieses Gebiet erstreckt sich natürlich sehr weit. Wir sind jetzt hier auf der Seite, wo der Yachthafen ist. Und Palma Nova erstreckt sich bis da hinten hin. Immer weiter und weiter und schließt irgendwann an Magaluf an. Viele größere und mittelgroße Hotels hat man hier. Das Publikum ist international gemischt. Hier hört man sämtliche Sprachen auf der Straße. Überwiegend sind es Familien, die hier in Urlaub verbringen, aber auch Touren von Leuten, die hier feiern wollen, gibt das hier gerade durch die Nähe zu Magaluf. Übernachten einige hier, fahren dann Richtung Magaluf. Das sind meistens aber die Engländer. Gastronomische Betriebe in Hülle und Fülle, da fehlt es wirklich nicht. Viele weitere kleinere Orte hat man hier zur Auswahl, wo man entweder auf kurzen Wegen oder auch mal mit irgendeinem Fahrservice hinkommen kann. Häfen, Edelhäfen wie Porta Snaus. Oder eben auch mal kleinere Buchten, wie zum Beispiel die Dreifingerbucht, die nicht so weit entfernt ist.
Da gibt es wirklich sehr, sehr viel hier. Der Strand ist sehr, sehr breit, hat also genügend Platz für richtig viele Urlauber. Man kann das hier schon anhand der Schirme und Liegen erahnen. Leider fehlt im Moment die Sonne. Wenn sie rauskommt, ist der Strand schlagartig voll. Dennoch könnte man hier heute liegen. Man braucht keine Jacke anhaben. Viele laufen hier mit Jacke rum, langer Hose. Heute tut es auch ein T-Shirt. Trotz der momentan geschlossenen Wolkendecke hat man eigentlich sehr gute Sicht. Und zwar können wir hier schauen Richtung Playa de Palma und links herum würden wir Richtung Palma mit dem Schiff fahren können. Da verlässt gerade eine Fähre den Hafen. Flugzeuge, die landen. Ja, herrlich, das plätschernde Wasser, sehr, sehr sauber. Hier gehen Leute lang und sammeln sämtlichen Unrat auf. Hier wurde gerade auch sauber gemacht, wie man sehen kann anhand der Spuren hier. Und am Horizont kann man heute sogar, deswegen sagte ich ja eben, die Sicht ist ganz gut, bis nach Cap de Pera schauen. So mit der Kamera wahrscheinlich schwer zu sehen. Aber das bloße gute Auge erkennt das schon. Also gerade außerhalb der Ferienzeit ist es so erholsam in Palma Nova. Wir befinden uns übrigens in den Vormittagsstunden noch.
drüben einmal so zwischen den Häusern, da befindet sich übrigens auch eine schöne kleine Bucht, so ein bisschen eingekreist von Hotels. Das ist die Calavinies, die habe ich auch schon mal vorgestellt. Ist ein richtig schöner kleiner Strand, der auch ziemlich ruhig ist. Wenn man ein bisschen mehr Action haben will, geht man einen Kilometer weiter und hat es. Jeder so wie es möchte auf Mallorca. Hier oben vor den Bergen, vor dieser den Bergkuppen, da verläuft die Autobahn, die am Ende bis nach Andratx führt, dort endet. Ja, man ist hier sehr, sehr weit für den Aufbau, ist komplett vorbereitet. Man kann noch ohne Ende Urlaube aufnehmen. Bloß Autos nicht mehr so viel. Wenn man hier Urlaub macht, muss man auch nicht zwingend einen Leihwagen haben. Hier gibt es gute Busverbindungen in alle Richtungen. Und auch der Ort selber hat ja wirklich genügend zu bieten und Langeweile ist hier fehl am Platz. Hier eine sehr beliebte Strandbar. Man sieht schon auch an den Autokennzeichen hier englische, deutsche, spanische, französische, bunt gemixt aus allen europäischen Ländern kommt man hierher nach Mallorca und nach Palma Nova. Sämtliche Geschäfte haben geöffnet, alles ist vorbereitet. Es gibt hier einen richtig schönen Golfplatz. So in eine Felsen und grüne Landschaft eingebettet. Der ist richtig toll. Also für mich vielleicht der schönste Minigolfplatz auf Mallorca. Habe ich Golf gesagt? Minigolf. Hier geht's da hoch, Minigolf, da liest man's auch.
Wer das jetzt gleich sieht, der wird wahrscheinlich meinen Ausführungen nicht widersprechen und bekommt bestimmt Lust darauf, diese Anlage einmal zu besuchen. Hier die Preise. Und hier sieht man, was ich eben gesagt habe. Eine richtig schicke Anlage. Es gibt auch Höhlen. Wasserfälle, wie man hier vorne gleich sehen kann. Eine total schicke Landschaft. Selbst für Nicht-Mini-Golf-Fans ja, und das geht noch viel weiter, logischerweise. Was haben wir gelesen? 18 Loch und 36. Total schön. Golf Fantasia. Auch abends ist es richtig toll hier. Ja, hier vorne, erstes Loch, hier im Loch 4. Hier kann man so ein bisschen erahnen, wie groß die Anlage ist. Es macht einen richtig gierig zu wissen, was nach dem nächsten Loch kommt. Also die Anlage ist schon einen Besuch wert, auf jeden Fall. Und das Urlaubserlebnis für die ganze Familie. Selbst wenn man nicht hier Urlaub macht, sollte man sich vielleicht mal den Weg hierher gönnen. Alles eingezäunt hier, na klar. Und heute natürlich das ideale Wetter, es ist warm, die Sonne brennt nicht. Könnte noch kommen.
Jetzt gehen wir einmal rum. Für groß und klein, für jung und alt. Ja, das war schon. Näher kommen wir nicht ran. Aber ich denke mal, man konnte es ungefähr ahnen, was einem da geboten wird. Ja, ich muss hier tatsächlich wieder runter hier oben. Führt so weiter auf den Berg hinauf und das wollen wir nicht. Also ich nicht. Dafür ist es dann doch zu warm. Und lieber noch einmal von der anderen Seite die Golfanlage filmen. Übrigens nicht nur Mini-Golfer, sondern auch großes Golf wird hier geboten, in der Nähe in Santa Ponsa, das ist nicht weit weg von hier, eine riesige Anlage, eine der größten von Mallorca, wo auch die wohl am best betuchten Leute aktiv sind. Wenn man das sieht, was dort getan wird, immer wieder wird erweitert, umgebaut, modernisiert. Da ist schon die Elite zu Hause, die Golfelite. Santa Ponsa ist ja flächenmäßig auch einer der größten Orte von Mallorca. Denkt man gar nicht, wenn man den Ort so sieht. Dann hat man das Gefühl, da ist doch nicht viel, aber ich kann nur raten, sich Santa Ponsa auch einmal anzusehen. In den Videos hier vielleicht einen Vorgeschmack zu bekommen. Da braucht man allerdings nicht nur ein Video, sondern mehrere, weil es so riesig ist. Kann ich vorschlagen oder anbieten hier Rundgänge und Fahrten durch Santa Ponsa. Schon ein Ort, der auch, also die ganze Region, die viel zu bieten hat. Hier nochmal Blick auf Golf Fantasia. Jetzt gehen wir wieder an die Promenade. Hier nochmal ein kleiner Blick. Unter die Brücke.
Ja, fast fließend ist eigentlich nachher der Übergang Richtung Magaluf. Magaluf dann überwiegend die Touristen, die gerne feiern möchten. So hat jeder so seinen Ort und kann jeder so seiner Leidenschaft nachgehen. Ja, wenn alle das Gleiche wollen würden, würde das denen sie auch nicht so gut tun. Deswegen ist das ganz gut, wenn man denen, die feiern möchten, auch ihr Areal lasst. Natürlich immer mit dem nötigen Respekt, ganz klar. Beim letzten Video war hier ganz viel geschlossen, da war wenig los. Jetzt, obwohl der Ort nicht voll ist, kann man sich davon überzeugen, dass es hier schon ganz anders aussieht. Wie man so vernehmen kann, überwiegend wird Englisch gesprochen. Hier führt übrigens auch ein Weg um das Hotel herum. Richtig schick der Weg.
Überall hat man schon zu tun. Kaum ein Geschäft ist leer. Aktuell sind es hier ca. 23 Grad. Kommt die Sonne durch, geht es schlagartig hoch. Es gibt mehrere Anbieter von Ausflugsfahrten mit dem Schiff. Wer da noch keinen Plan hat, kann sich beraten lassen. Egal welche Richtung man hier fährt, ob Richtung Palma oder überwiegend von hier aus Richtung Pagera oder Andratx. Ist das eine interessante Fahrt an der Küste entlang. Von hier aus übrigens noch besser zu sehen, wenn die Bäume nicht jetzt so davor wären. Die gesamte Küste der Playa de Palma, die gegenüber liegt. Hier eine Info der Gemeinde Calvia. Zu Calvia gehören diese Orte. Hier der Bus nach Palma, das kostet nicht viel, ca. 3 Euro, 3 bis 4 Euro. Ach krass, Català. Zum Flughafen selbstverständlich auch und auch in alle anderen Richtungen. Richtung Pagera und so weiter.
richtig schick gelegen, auch diese Strandbar. Ja, und hier vermischt sich das dann weiter, wenn den weiteren Weg folgt, nach Magaluf. Die Grenze ist ganz schwer zu ziehen, gibt eigentlich auch keine. Palma Nova, Magaluf, das vermischt sich total hier. Hier mal herzuschauen, wenn man Langeweile hat, macht bestimmt Sinn. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat allen gefallen, die das Video geschaut haben. Ich hoffe, bis zum Ende, bis jetzt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich sage für heute Tschüss, Adios und Bye Bye aus Palma Nova. Und bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Euer Jörg.